Jo Leute, mein Name ist Rife, wir sind hier zurück bei Rife Spielspiele und segeln hier mit unserem Fallschirm. Das ist eigentlich genau genommen lauter Blödsinn, was ich gerade erzählt habe. Das war unangenehm. Bin ich gerade gestorben, da ich mit meinem Jetski in einen Baum geflogen bin? Ja, bin ich tatsächlich. Gut. War nicht so geplant, was ich gerade sagen wollte. Wir sind auf dem Weg in eine weitere Stadt, die wir befreien wollen. Ich bin momentan so ein bisschen im Befreiungsmood. Sagen wir nicht, dass ich jetzt wieder... Ui. Jetzt bin ich wieder da, wo ich nicht hin möchte. Oh, ich hatte doch gerade erst den Weg zurückgelegt. So, jetzt aber nicht nochmal in die Bäume. Jetzt sind wir einfach so direkt mit dem Jetpack rüber. Ah, jetzt habe ich's. Ich habe irgendwie versucht, das dämliche Propagandaplakat wegzubekommen. Hat funktioniert. Das freut mich gewissermaßen. So, und jetzt werden wir gleich hier weitermachen, indem wir hier einmal die Lautsprecher entfernen. Ich denke, dass dieses kleine Städtchen hier könnte möglicherweise ganz schnell erledigt sein. Na komm, verschwinde bitte. Achso, der wird ja nicht verschwinden, ne? Das war jetzt im Übrigen reines Glück. Na? Yes. Was ist da jetzt gerade gewesen? Ich kann es nicht lesen, weil das hier weiß auf weiß ist. Ach, ein Diravello-Band. Ich dachte mir gerade, hä? Tag 790. Ein Abgeordneter des hiesigen Stadtrats hat vorgeschlagen, einen Diravello-Tag einzuführen. Ich habe natürlich abgelehnt und Oberstabsfeldwebel Duschku um Rat gebeten. Dieser hat mir versichert, er würde Präsident Dante den Antrag vorlegen. Ich spüre förmlich, wie diesem beim Gedanken, ein anderer könnte Karriere machen, die Galle platzt. Ja, diese Selbstgespräche von Herrn Diravello sind manchmal aufschlussreich, meistens aber reiner Bullshit, wenn man es genau nimmt. Dementsprechend wenig halte ich davon. Da wird schon wieder irgendwo geschossen. Die giftigen Lügen der kranken sozialen Medien. So. Bums, was liegt hier vorne? Ach Gott, die haben so ein Überwachungssystem auch noch. Ja, gratuliere. Na bitte. Wie dem auch sei. Ich habe hier gerade eigentlich, bin ich der Meinung, noch irgendwo Lautsprecher gesehen, jetzt sehe ich sie nicht mehr. Hm. Was hat er vor? Probieren wir es mal. Nummer 1. Aha, da hinten waren die anderen Lautsprecher. So, dann haben wir da jetzt einmal noch Überwachungssystem. Dann haben wir da vorne ein Überwachungssystem. Dann haben wir das nächste da oben. Als ich meine Nichte besuchte, ist die DRM über ein Pärchen. Dann haben wir da unten eines. Ach du Scheiße. Na los. Da haben wir auch noch eines. Perfekt. Erledigt.
Priorität. Alle Einheiten hierher. Gut, nachdem die jetzt eh schon mal auf der Suche nach mir sind, kann mir jetzt wenigstens der Rest egal sein. Hat alles so seine Vor- und Nachteile. Vorteil ist, dass ich jetzt mal auf, ob ich da jetzt irgendwo noch was um Aufregung sorge, das muss mir mal nicht wichtig sein vorerst. Das ist ein bisschen unangenehm jetzt hier gerade, aber das geht schon. Ich muss mir mal eben den Herrn Di Ravello hier umlegen. Dann kurz Prozess mit dem Plakat da drüben noch. Zack. Okay. Und der Rest ist in der Verstanden. Polizeistation. Ist unterwegs. Das heißt für mich, auf den Turm hinauf. So, da mal kurz hier ein bisschen. Das dürfte reichen. Ich muss hier mal eben dieses Zaungestell wegmachen. Das stört mich ein bisschen. Schön. Ein Problem weniger. Sehr schön. Passt. Dann einmal eben wieder hier hoch. So. Der Di Ravello fährt in der Zwischenzeit schon echt heftigere Geschütze auf. Das muss man ihm lassen. Woher wird er auf mich geschossen, frage ich mich gerade. Da unten ist einer. Da hinten sehe ich gerade einen. Da unten auch. Das Gitter hier wegmachen. Perfekt. Jetzt haben wir es gleich. Jawohl. Perfekt. Besser kann es ja glatt nicht laufen, ehrlich gesagt. Und jetzt werden wir hier nochmal eben schnell die Flagge hissen und dann haben wir in guten 10 Minuten, ein bisschen weniger sogar, ein weiteres Städtchen befreit. Das ist nicht mit unterm Celata. Celata, Celata, eins von beiden. Das ist, zählt nicht zu meinen Bestzeiten, aber für die Größe und umfangreich und den Umfang dieses Prozesses war es möglicherweise gar nicht so schlecht. Zap. Einmal da kurz. Ich bin total aufgeregt. Celata wurde von der Tyrannei der DRM befreit. Endlich verbreiten keine Lautsprecher mehr die Ravellos schwachsinnige Parolen. Resista. Held der Revolution. Mal eben den Müll hier wegziehen. Gut. Aha, da vorne liegt ein Motorrad. Das auch mal eben beseitigen hier.
damit die hier wieder durchfahren können. So, das sind jetzt im Übrigen wieder so Spielereien, die ich mache, aber das macht mir jetzt gerade einfach nur Spaß. Ich bin jetzt einfach gerade in dieser Chill-Stimmung, hier ein bisschen Scheiß wegzuziehen. So. Gut. Den Umständen entsprechend nach jedenfalls. Ich fürchte fast, den hat's erwischt. Das heißt, wir werden den Herrn mal eben... Ui! Nein, 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 da brauche ich nicht. Ich wollte sagen, ihn wohin legen. Ei! Nicht drüber fahren! Bist du eigentlich wahnsinnig? So, da liegt er besser. Der Wagen kommt dann auch mal hierher. So. Den Rebellen ebenfalls mal hier rauf. Mal gucken, ob wir den hier vielleicht hier rüber bekommen. Ja, ich habe einen Plan. Da kommt er, der König der Rebellen. Danke, ich bin schon da. Ja, perfekt. Zap. Das nächste Auto. Oh, das ist jetzt auf die falsche Seite gefallen. Jawohl. Das geht gerade alles erstaunlich gut. Chop. Ah, das ist Müll. Der ist jetzt erstaunlich gut aufgehüpft, muss ich sagen. So, der ist jetzt auch drüben. Vorsicht. So, auch drüben. Der Herr hier fliegt auch nochmal eben rüber. Festhalten. Ey, werter Herr. So kannst du hier nicht rumfahren, ja? Der blockiert auch noch ein bisschen die Straße hier. Ui! Was ist denn los hier? Der ist weiter geflogen, als ich ursprünglich geplant hatte, sag ich mal. Nicht? Ach. Alter, das ist aber auch nicht normal hier, ne? Die sind allesamt in heller Aufruhr hier. Und alles ist versperrt. Ui. Das macht keinen Kracher. Den können wir hier vielleicht leicht auf die Seite ziehen. Jawohl. Den drehen wir so her. Na gut, jetzt ist er... zum Schmeißen.
Das ist jetzt wieder hier ein bisschen Public Service. Au! Nee, sowas vertrage ich nicht. Oje, Mine. Jetzt liegt der ganze Scheiß hier wieder heraus, Alter. Nicht zusammenfahren. Oh Gott im Himmel. Das explodiert nämlich jetzt hier gleich wieder. Das werde ich mal eben in den Garten von dem werten Herrn befördern. Oder der werten Dame. Gut. Den Panzer auch mal hier nach oben. Danke für alles, was Sie für uns tun. Jagen Sie den General von der Insel und geben Sie Medici seinen Bewohnern zurück. Rico, Sie haben uns geflügelt, unser Land zurückzuerobern. Viva la Revolution! Hm. Hey, passen Sie doch auf! Gasflaschen nicht in der Öffentlichkeit rumliegen lassen hier. Rico, du bist mein Held. Naja, gut. Ui! Wow! Was zur Hölle, Alter? Ist da gerade allen Ernstes eine Gasflasche nach oben oh je, Mine. Ich wollte gerade vorschlagen, da jetzt eher nicht hinzulaufen. Hey, kriege ich ein Autogramm oder einen Tandemsprung? So, ich kümmere mich jetzt mal eben um diesen Autofriedhof da drüben. So. Perfekt. Reicht auch aus. Na toll. Jetzt ist das ganze Scheißzeug hier erledigt. Der Trottel, hier ist die Straße, behindert den Verkehr nicht. Dummbatz. Du musst den Verkehr genauso wenig behindern. Das ist die falsche Richtung. So, und jetzt fahr. Den mal eben wegziehen hier. Gut. Du liegst auch noch auf der Straße. So, diese Bürger auf der Straße liegen zu haben, das kommt, glaube ich, nicht so gut an, muss ich sagen. Gut, dann würde ich sagen, mit diesem Haufen Bullshit. Ist das hier legal, mit all den Waffen rumzulaufen?
Ey, werter Herr, Sie bleiben auf der Fahrspur, nur dass das klar ist. Du Trottel, ey. Kannst du nicht einfach Leute zusammenfahren? Ui! Besser auf die Seite mal eben hier. So wie du da rumfährst, bist du auch ein eine Verkehrsgefährdung hier, Alter. So. Was ist da jetzt wieder los hier? Ja, auch ihr Rebellen könnt euer Auto nicht einfach parken, wo es euch passt, ja? Ach Gott im Himmel. Rico, wir haben erfahren, dass eine Limousine einen von dir Ravellos Spitzeln abholen soll. Klau sie und übernimm den Job, indem du dich als Fahrer ausgibst. Gut, das machen wir so schnell. Sehr gut. Hol jetzt den Informanten ab. Kein Gefecht, sonst verrätst du dich. Hm? Aha, gut. Okay, wir liefern dir dieses Boot überall hin, Rico. Ihr habt zwar gar nichts getan, aber bitte. Gut, das hat jetzt möglicherweise nur ein bisschen zum Echtheitsgrad beigetragen, ja. Hör jetzt gut zu. Das Militär darf nicht wissen, dass wir seine Informanten kennen. Wir müssen sie ausschalten, aber es muss wie ein Unfall aussehen. Täusch einen Unfall vor, aber spring im letzten Moment ab. Fahrer, mir wurde versichert, dieser Wagen hätte Schwarzlicht. Das ist überhaupt nicht cool hier hinten. Nicht schlecht, Rico. Das war die beste Idee des Tages. Ich sehe für dich eine Zukunft im Spionagegeschäft. Tja. Das war ganz gut. Nicht unbedingt perfekt, aber gut genug, um diese Folge hier heute zu beenden. Es tut mir leid, dass ich so viel Bullshit gemacht habe. Ich hätte das Ganze möglicherweise etwas besser anlegen können. Wenn es euch denn noch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Wenn nicht, dann sehen wir uns morgen wieder bei der nächsten Folge. Haut rein. Bis morgen. Macht's gut. Ciao.